Servus Leute, willkommen zum heutigen Motorblog. Erstmal nicht überfahren werden, ist ja praktisch. Und zwar heute soll es mal um ein richtig, richtig interessantes Thema gehen, nämlich wie man sich mit der Polizei am besten verständigen sollte, um sich nicht komplett ins Abseits zu schießen, beziehungsweise wie man sich eigentlich verhalten sollte, wenn man was falsch gemacht hat. Weil wenn man alles richtig gemacht hat, ist eigentlich relativ schwierig, sich Eigentor zu schießen. Wenn man zum Beispiel mit einem legalen Motorrad legal unterwegs war und so, dann eine allgemeine Verkehrskontrolle hat, dann muss man sich echt sehr, sehr dumm anstellen mit seinen Aussagen, um sich in Probleme zu bringen. Zum Beispiel, hey ja, gut, dass sie mich nicht vor 2 Minuten angehalten haben, da habe ich noch 200 auf der Landstraße gedrückt. Solche Aussagen oder so, die dann die Polizisten stutzig werden lassen. Man sollte sich halt erstmal, bevor man halt mit der Polizei irgendwas zu tun hat, über seine Rechten und Pflichten auseinandersetzen und halt ein bisschen nachlesen, was man sagen sollte und was man nicht sagen sollte. Prinzipiell sagt man ja auch immer, man muss keine Aussage tätigen, denn alles, was man sagt, kann und wird definitiv gegen einen verwendet. Und noch ein wichtiges Ding, was ich eigentlich direkt am Anfang hätte sagen sollen: Ihr solltet wissen, dass ein Polizist in der Regel dazu verpflichtet ist, eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, die er halt sieht, zu ahnden. Sprich, ein Polizist kann nicht sagen, hey yo, hier, er hat gerade gesehen, wie jemand einen anderen Typen auf der Straße absticht. Oh nö, habe ich nicht gesehen, muss ich jetzt nicht verfolgen. Denn die sind in der Regel dazu verpflichtet, direkt, auch oft außerhalb ihres Dienstes, damit einzuschreiten. Sprich, wenn sich eine Zivilperson, für euch augenscheinlich Zivilperson, als Polizist bekannt gibt, zum Beispiel hier der Mann im Porsche-Shirt, der dann nicht beim Porsche arbeitet, sondern ein ziviler Polizist ist oder gerade privat unterwegs ist und dann halt sieht, dass ihr was Falsches gemacht habt, wirklich was sehr, sehr Falsches. Ich rede jetzt nicht von falsch geparkt oder 10 km/h oder so ein Mist drüber, sondern wirklich Brandstiftung oder irgendwelche Straftaten, ne? Und sich dann halt bekannt gibt als Polizist und sagt, hey yo, ich halte dich jetzt hier an Ort und Stelle fest, ich bin Polizist, dann hat er oft, nicht immer, oft die Befugnis dazu. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wieso filter ich eigentlich nicht? Fahre ich einmal mit dem Motorrad zur Arbeit und dann nutze ich nicht mal die Vorteile. Oh, da muss ich ein bisschen Gas geben. Ja, ist auch super optimal, wenn man so filtert. Kurz und knapp, ich hätte rechtzeitig filtern sollen, ich kenne ja die Ampelphasen. Auf jeden Fall, was ist denn überhaupt los? Also was kann man denn machen? Angenommen mal das erste Beispiel, was ich bringen würde. Ich fahre 140 km/h auf der Landstraße, wo 100 km/h erlaubt sind. Ich werde angehalten vom Polizisten, ich weiß nicht, ob sie mich gemessen haben oder sonst was. Was ist denn die richtige Verhaltensweise? Also ich finde, das Simpelste, was man machen kann, ist erstmal den Mund zu halten, weil die Polizisten wollen ja was von einem. Das ist ja nicht, dass ihr einfach sagt, hey yo, ich habe jetzt Bock auf eine Polizeikontrolle, lass mal mich kontrollieren, sondern der Polizist will ja mit euch reden. Ihr wisst ja gar nicht zuerst, was der Polizist überhaupt weiß und was er denn überhaupt vorhat, ob er cool drauf ist, ob er nicht so cool drauf ist, ob er einen scheiß Tag hatte oder halt nicht, und dementsprechend einfach den Mund halten. Also ich habe es bisher immer so gehandhabt, ich halte den Mund, ich lasse die Polizisten reden, weil die wollen einem in der Regel auch nichts Böses und die sagen dann, was sie einem vorwerfen. Oft, mich hat selber schon oft erstaunt, ich habe Dinge gemacht, wie zum Beispiel Wheelies mit der SMCR, mit der M27 oder sonst was, und dann werde ich angehalten und denke ich so, oh ja, jetzt hat er meinen Wheelie gesehen, den ich da 1/2 Kilometer lang gezogen habe. Wird mich jetzt hops nehmen und sonst was. Und dann kommt eine Aussage, die mich komplett überrascht hat. Ja, sie waren davor im Kreuzungsbereich ein bisschen flott. Also solche Aussagen, die halt komplett fernab von dem, was ihr gesehen habt, stattfinden. Und da macht es einfach keinen Sinn. Alles, was ihr sagt, wird in dem Fall halt gegen euch verwendet. Und das ist so das simpelste Beispiel überhaupt, wenn man was falsch gemacht hat und anhält, erstmal schweigen, nichts dazu sagen und freundlich sein. Was passiert jetzt aber, wenn man wirklich Dreck am Stecken hat? Sagen wir mal, wir haben hier 60 sind erlaubt und ihr liefert euch hier ein Rennen mit dem Porsche links von mir auf 130 km/h. War ein illegales Straßenrennen mal angenommen und die Polizei zieht euch raus, Blaulicht, alles mögliche, hält euch da an, fordert den Führerschein, Fahrzeugschein und die Schlüssel von euch. Da wisst ihr direkt, was für ein Vorwurf die euch machen werden. Und dementsprechend selbst ein LKW überholt den Motorradfahrer. Und da ist halt oft so,
man muss immer kooperieren. Also das ist das oberste Gebot überhaupt. Wenn die Polizei was sagt, dann hat man zu kooperieren. Ich sehe das so oft von Leuten, die dann anfangen, sich querzustellen. Durchs Querstellen macht man nur noch alles schlechter, weil ob man schuldig ist oder nicht, steht da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Das ist ja vollkommen egal. Aber die Beamten dabei zu behindern, ihren Job zu erledigen, ist halt das Dümmste, was man machen kann. Weil dann macht man sich auf jeden Fall strafbar. In einer Hinsicht auf jeden Fall, dass man halt Widerstand leistet. Und das will ja natürlich keiner haben. Ja. Was macht denn der Audi-Fahrer? Oh, ein Auto auf dem Dach. Ja, passiert. Gute Besserung an der Stelle, falls du dich verletzt hast. Und wieder die Schaulust, die ständig bremsen. Ich schau extra weg. Ja, das passiert man. Wenn man einfach mal eine Ausfahrt übersieht und dann landet man halt auf dem Dach, das passiert, Leute. Unfälle passieren. Ne? Da ist jetzt kein Grund, ständig zu bremsen, Videos oder Fotos von zu machen. Das ist einfach uncool. Behindert auch den Verkehr. Das sieht man halt auch, wenn jemand ständig zu schnell fährt und dann kommt ein Unfall und dann fahren die plötzlich so langsam und schauen halt so aus dem Fenster, um zu gucken, was da vor sich geht, ist halt schon sehr, sehr unsympathisch. Naja, auf jeden Fall, kooperieren war ein Riesenpunkt. Also ich in all meinen Polizeikontrollen habe bisher immer kooperiert und es hat mich eigentlich immer aus dem Schlamassel rausgebracht. Also so gut es halt noch ging, es gab auch Phasen, da habe ich es einfach verbockt, da habe ich auch meine Strafe bezahlt und alles Mögliche. Da hat das meiste Kooperieren der Welt nicht die Strafe gedrückt. Aber in der Regel ist es so, wenn man einsichtig ist, kooperiert und sonst wie, dann da hat man immer das kleinere Übel. Alle haben das kleinere Übel. Weder die Polizisten noch die Richter noch sonst wer hat Lust daran, euch unnötig hart zu bestrafen. Klar, eine Strafe muss in vielen Fällen sein. Laut dem Rechtssystem ist ja der Sinn und Zweck, dass man es nicht wiederholt. Und ihr wisst, was ich meine, aber oft ist halt so, wenn man halt wirklich sauber kooperiert, dazu zählen halt auch keine Grimassen schneiden, nicht den Polizisten auf den Arm nehmen, nicht den Beruf lustig reden, die Sache einfach ernst nehmen. Der Polizist hält euch an. Ich zum Beispiel hatte ja eine illegale Scheibe an meinem Motorrad dran. Wenn mich da ein Polizist angehalten hätte und hätte gesagt, ey, hier an Ort und Stelle, die Fahrt ist vorbei, die Scheibe hat keine Zulassung, damit erlischt die Betriebserlaubnis vom Motorrad, kostet 60 Euro im Punkt, hätte ich gesagt, ist in Ordnung und wäre freundlich geblieben und hätte nicht gesagt, ah, ihr Witzbolde, wir haben so viel krassere Themen gerade in der Welt, wie ein Ukraine-Krieg, Leute wären dankbar dafür, nur eine Nicht-ABE-Scheibe am Fahrzeug zu haben. Das bedeutet, dass ihr einfach seinen Job nicht ernst nehmt und seine Sichtweise nicht ernst nehmt. Und es bringt euch definitiv nicht aus der Situation raus, weil dann wird der Mensch sich ans Bein gepisst fühlen und sich dann halt versuchen, irgendwie für eure Nettigkeit zu revanchieren. Also dementsprechend sucht ihr nach ganz anderen Mängeln am Motorrad und schaut, wie ihr euch noch was Härteres reindrücken könnt. Und ja, also dementsprechend kurz zusammengefasst, nicht selbstbelastender. Wie sagt man so schön, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ihr müsst nicht sagen. Der zweite Punkt, bleibt freundlich und zu guter Letzt, kooperiert. Das ist so simpel, ist es. Und dann hat man die geringsten Probleme, laut meiner Erfahrung, das ist meine persönliche Meinung, mit der Polizei, die man sich vorstellen kann. Einen anderen, simpleren, günstigeren Weg sehe ich nicht.